Polizeioberkommissarin Hanna Held und Polizeikommissar Stefan Novell decken jetzt ein folgenschweres Doppelspiel auf. Ivan 1520 von Ivan. Der 1520 hört. Rheinbrückenstraße 15. Gemeldet wird Einbruch. Täter vor Ort. Melderin ist ebenfalls vor Ort. Ja, quittieren. Leise Anfahrt. Beim Eintreffen am Einsatzort bietet sich den Polizisten ein für einen Einbruch unübliches Bild. Von außen deutet zunächst alles auf eine Auseinandersetzung zwischen Opfer und Täter hin. Oh, ab jetzt hier! Scheißhaus! Hör mal auf, bitte! Ja. Hallo, die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Gehen Sie, werfen jetzt noch mal was! Hallo, die Polizei! Wir kommen jetzt hier rein. Die Polizei! Sie kommen jetzt mal hier direkt vom Fenster weg. Vom Fenster weg. Hier zu uns hier vorne. Warum? Ich mach doch gar nichts. Wir wissen doch gar nicht. Hier kommen Sie mal rum. Hier kommen Sie jetzt mal rum. Hier rum. So, was ist denn mit Ihnen los? Ganz langsam. Sie. Diese Frau hier, ich will die nicht mehr in meiner Wohnung haben. Ja? Ich habe Bilder von Ihnen gesehen im Internet, Frau Berger. Was? Ja, hier aus Ihrer Wohnung. Was für Bilder meinen Sie? Ja. Okay, also es ist doch nicht Ihre Wohnung. Das ganze Haus gehört mir. Ja. Und die Frau Berger hier ist meine Mieterin. Also okay, dann... Bis jetzt. Okay, wie kommen Sie hier rein? Ich habe einen Schlüssel, natürlich. Ist er ohne Ihren Wissen in die Wohnung reingegangen? Ja, natürlich. Okay, das geht schon mal gar nicht. Es ist gar nicht erlaubt, dass Sie überhaupt sich Zugang zu der Wohnung verschaffen. Das ist mein gutes Recht. Nein, das ist nicht Ihr Recht. Natürlich. Die Wohnung ist ein geschütztes Gut nach dem Grundrecht. Und der Vermieter hat in dieser Wohnung nichts zu suchen. Und es geht Ihnen auch nichts an, was die Leute in dieser Wohnung machen. Aber entschuldigen Sie bitte, was werfen Sie mir vor? Ich meine, Sie gehen hier ohne mein Wissen in die Wohnung rein und haben... Wovon reden Sie eigentlich? Von Ihrer Anzeige im Internet. Was für eine Anzeige im Internet, bitte? Ja, die Sie geschaltet haben. Ich habe... Sie wissen, was ich beruflich mache. Ich bin... Ja, aber scheinbar haben Sie ein zweites Leben, Frau Berger. Zweites Leben? Ja, da habe ich beinahe... Okay, was haben Sie denn für eine Anzeige gesehen? Im Internet. Und ich habe das haargenau erkannt, dass sie Ihre Dienste da anbietet. Das kann ich Ihnen... Was für Dienste? Kann ich Ihnen gerne zeigen. Die Polizisten ermitteln, dass es sich bei der Anzeige um eine Sexannonce eines Webcam-Girls handelt. Um Kunden auf sich aufmerksam zu machen, ist ein Foto beigefügt. Die Beamten müssen klären, wo es aufgenommen wurde. Peggy gibt alles. Hier. Ah, ja, okay. So, und gucken Sie mal. Hier, die Lampe. Das bin ich? Ja. Die Lampe. Ja. Das ist doch Ihre Lampe, Frau Berger. Ja, ich wundere mich gerade selber, dass diese Lampe da zu sehen ist, aber ich mache niemals Berger, solche... Frau Berger, wo ist denn das Zimmer, wo diese Lampe stehen soll? Das ist mein Schlafzimmer. Ja. Auf dem Mobiltelefon war eine Seite aufgerufen, Peggy wartet auf dich, war hier ganz klar zu sehen. Wenn man auf diesen Link geklickt hatte, kam man direkt auf eine weitere Seite mit Peggy gibt alles. Kommen Sie mal, mit dem Mobiltelefon her, zeigen Sie mal her. Gucken Sie mal. So, und das ist haargenau die gleiche Lampe, Frau Berger. Ja, aber Sie können doch nicht. Es ist doch kein Beweis, das bin ich nicht. Nein. Hier guckst du mal bitte, das ist die Lampe. Ja, die Tapete passt auch. Genau, das ist definitiv, also hier. Also die Homepage, wo wer auch immer die geschaltet hat, das scheint wohl so zu passen. Siehst du da oben eine Kamera? Was ist denn das da? Ja, das könnte. Wer sind Sie denn? Hallo? Wer sind Sie jetzt? Ich bin Ihre Nachbarin. Ja. Okay. Okay, lass uns mal bitte in den Hausflur gehen. Gehen Sie mal bitte alle in den Hausflur. Alles mal bitte vor. Ja. Genau, das ist mir jetzt. Geh in den Hausflur. Die Mieterin hat mir jetzt gerade gezeigt, dass hier. Ja, das sieht aus wie so ein Saugnapf, wo du da gibt es ja so neue, moderne Kameras, die du mit so einem Saugnapf eigentlich überall befestigen kannst. Das könnte schon sowas gewesen sein, ja. Ja. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Bleiben Sie hier. Hallo. Stopp. Gehen Sie mal aus, dann daher. Hier, Sie kommen mal hier rüber. Ich wohne hier. Schauen Sie sich mal hier hin. Sie wohnen hier. Wer sind Sie? Wo? Oben, unten? Oben, immer mit nicht. Und warum? Und was machen Sie hier? Sie sich hier ich an? Wollte gerne, ich hatte hier bei uns im Haus. Meine Mann, ja. Ich würde gerne meine
Frauen, die ich mich verliebt habe, gerne hier besuchen. Sie haben sich eine Frau hier verliebt? Ja. Die habe ich online gefunden in einem Webcam-Chat. Ach so, okay. Und die wollte ich gerne besuchen. Und da wurden Sie jetzt hierher eingeladen, oder was? Nein, ich habe online halt Ihre Adresse herausgefunden. Mhm. Und deswegen, ich bin so glücklich, dass ich hier... Und Sie sind wer? Ich bin der Herr Pohlmann. Ja, haben Sie auch mal einen Ausweis für mich? Habe ich dabei. Ja. Machst du mal dann gleich einen Abgleich von den ganzen Personen, weil man blickt ja hier fast nicht mehr durch. Das ist ja... Okay, und Sie wollten jetzt wie heißt denn die Dame, die Sie besuchen wollen? Die heißt Bianca. Die heißt Bianca. Herr Pohlmann. Das war eine Freundin. Noch ehe die Polizisten ihre Ermittlungen wieder aufnehmen können, verliert der Freund der Nachbarin völlig die Fassung. Hey, hören Sie jetzt auf! Was meinst du? Zurück jetzt, habe ich gesagt. Verhalten Sie sich ruhig. Es reicht jetzt. Hören Sie zu, wir können auch andere Maßnahmen einleiten. Wenn Sie sich jetzt hier weiter nicht ruhig verhalten, hören Sie mir genau zu. Wenn Sie sich nicht ruhig verhalten, dann bekommen Sie von mir die Antwort. Und kennen Sie sich? Dann gehen Sie jetzt mal ins Gewahrsam. Und dann können wir mal schauen. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich? Was heißt denn nicht wirklich? Das ist ein Verehrer von mir. Ein Verehrer von Ihnen? Ein guter Verehrer. Ein guter Verehrer. Ich krieg ja die Krise. Ja, dann erzählen Sie mal. Ich kann das ja alles bestätigen. Also ich wohne hier 2 Etagen drüber. Sprich, Vermieter, Nachbarin, die kennen alle meinen Namen. Ja. Mein Lebensgefährte, wie sie gesehen haben. Ja. Und wie lange noch? Ja, es tut mir leid, die ganzen Unannehmlichkeiten, die sind... Also machen Sie das? Was, Bianca? Yes. Ja? Oh mein Gott! Was haben Sie denn gemacht in der Wohnung? Oder was ist ich Ihre bin halt Arbeit? Momentan, ich sag jetzt mal, ich bin halt nur Hausfrau, hab einen Ausgleich gesucht und da kam ich halt auf die Idee halt als Webcam-Curl, hab mir 2 Bitte? Kolleginnen dazu geholt. Was hast du gemacht? Ich hab das für unsere Zukunft gemacht. Nee, das war nicht für meine Haus. Nee, Konto. Das war ich nicht. Nee, man erkennt mich doch vergessen? Nicht. Und das ist ich hab das alles anonym gemacht. Keine Ahnung, wie der Freak mich gefunden hat. Du hast so viele Daten dahinterlassen einfach. Haben Sie, hören Sie mir mal ganz kurz zu. Drehen Sie sich mal zu mir um, wenn wir miteinander reden. Haben Sie auch irgendwie Geld dafür genommen, wenn Sie hier an der Webcam hier agiert haben? Ja, oder? Das lief halt über so eine Service-Hotline, sag ich mal, wo die automatisch das über einen Telefonanbieter bezahlen. Ach so, okay. Also das war alles. Also haben Sie das auch als Nebentätigkeit angemeldet? Und ja, das war halt so, am Anfang hobbymäßig, hinterher habe ich es wirklich als Beruf gesehen, weil es war schnell verdientes Geld. Ja. Besonders halt, wenn, wie so einer, die sind regelmäßig da und... Ja. So, hören Sie mal zu, dann ich habe es Ihnen jetzt gesagt. Wenn Sie noch mal was in unsere Richtung werden, gehen Sie hoch in Ihre Wohnung, sonst bekommen wir zwar jetzt richtig Probleme. Okay, um das jetzt klarzustellen, also Sie haben erstmal, also ohne des Wissens Ihres Lebensgefährten, hier diesen Job ausgeführt, haben sich Zutritt zu der Wohnung verschafft. Wie sind Sie an diesen Schlüssel gekommen? Ich habe den Schlüssel von ihr bekommen. An 2 Schlüssel, okay. Richtig, und die Gelegenheit war einfach zu groß. Und das in meinem Hause, ne? Ich glaube, es hat. Also ich möchte halt gern, Sie sind überprüft. Ich möchte gern, dass Sie gehen zu Ihrer Wohnung oder wo auch immer. Und wir klären das jetzt noch eben hier. Obwohl Hanna Held und Stefan Novell den Fall aufgeklärt haben, ist ihr Einsatz noch nicht beendet. Da die Geschädigte offensichtlich geschockt ist, klären die Beamten sie über ihre Rechte auf. Bei ihr könnte man mal noch sagen, mit dem Vermieter, was das jetzt betrifft, dass er sich Zugang auch noch zu ihrer Wohnung verschaffen hat. Das kann ich Ihnen sagen, das ist ein Antragsdelikt. Also der hat ja hier dann bei Ihnen Hausfriedensbruch begangen. Also Sie können dementsprechend hier dann auch Strafanzeige gegen Ihren Vermieter stellen, was das betrifft. Was natürlich auch die Dame hier neben Ihnen betrifft, gilt natürlich dasselbe, muss ich halt Ihnen klipp und klar sagen. Also sie hat sich auch im Prinzip Zugang zu ihrer Wohnung verschafft, ohne ihr Wissen. Dementsprechend wäre das auch dann wiederum ein Hausfriedensbruch. Okay. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie jetzt hochgehen, weil ich denke mal, das ist für Sie erstmal. Lassen Sie es sacken und vielleicht sprechen Sie sich noch mal ein andermal aus. Ja? Okay. Gut. Dann schönen Tag Ihnen noch. Tschüss. Der Vermieter wird wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. Die Täterin muss sich wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Das Opfer hat seinen Mietvertrag inzwischen gekündigt.